Eskalation. Schalt mal wieder auf Standard. Jetzt haben wir keinen Curse mehr. Verdammt. Wieso haben wir denn ausgerechnet jetzt keinen Curse mehr? Das halte ich auf Fett gemischt, damit ich das ein bisschen kompensieren kann. Bin wieder unzufrieden. Verdammt. Wir haben richtig verloren, ey. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Gerade mal 2 Sekunden, das ist doch gut. Ich weiß nicht, was der hat. Ja, so haben wir denn jetzt kein Curse, ey. Verdammt. Kotzt mich jetzt so ein bisschen an, ey. Aber gut, solange die kein DRS haben, brauchen wir auch nichts verteidigen und deswegen. Ja, okay. Wieso fahren wir denn jetzt eine schnellste Runde? 10 Minuten. Ja, das wird uns nicht mehr beeinflussen, da bin ich mir relativ sicher. Wieso fahren wir denn ohne Curse eine schnellere Runde als mit Curse? Keine Ahnung. Egal. Vielleicht will der... Nee. Naja, wir fahren halt auf Fettgemisch, aber da müsste man mit Curse doch... Ja, die fahren vielleicht nicht Fettgemisch, alle noch nicht. Die fahren wahrscheinlich alle noch auf Standard oder Mager oder so. Komm schon, tut mein Curse reparieren, damit ich rankomme. Bin ich echt sozial von euch. Okay, wir sind nicht mehr die schnellste Rennrunde. Das hätte mich auch stark gewundert ohne Curse. Auf der Geraden. Aber die könnten es jetzt echt mal reparieren, so langsam. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Ich kann mit der Spitze mithalten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir haben das Problem mit Curse gelöst. Es müsste wieder verfügbar sein. Freut mich jetzt, aber wirklich. Und jetzt kann ich nochmal richtig schön Curse einsetzen, Leute. Hamilton hat die schnellste Rennrunde bekommen. Okay. So, wir sind jetzt schon am Drehzahlbegrenzer. Wie zu erwarten war, auf der Gerade kommt man immer an den Drehzahlbegrenzer. Schalt mal wieder auf Standard. Machen wir vielleicht gegen Ende noch ein bisschen was. Oh, nee. Nee, wir schalten nicht auf Standard. Wir fahren jetzt das Fettgemisch runter. Wird man hier vielleicht noch ein bisschen rankommen. Und, dann. Ne, versteht er, wie ich meine. Fuck, er fährt jetzt auch Vollgas. Könnte für uns schlecht sein. Naja, gut. Hab sowieso nicht damit wirklich gewartet. Oh, fuck. Wir haben eine echt gute Rundenzeit gefahren. Bin ich sehr gut. Wir kommen auf jeden Fall immer so ein Stückchen weit ran. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. So, jetzt habe ich mal richtig wieder Curse eingesetzt. Bis zur Hälfte. Damit wir immer ein bisschen weiter rankommen. Aber, ha. Wenn wir dann vom Fettgemisch runter müssen, dann fährt er uns weg, leider. Also. Fuck. So, wir haben noch 2 Rückblenden. Das ist schon okay. Du näherst dich einem Red Bull. Ein Red Bull jetzt vor dir. Ein Red Bull ist vor mir. Aha. Hätte ich gar nicht gedacht, Mensch. Meine Güte. Komm schon, ich will an den rankommen.
Aber es ist nicht einfach, weil Red Bull ist dann doch schon noch ein Stückchen besser als Lotus. Dein Tempo ist gut, push weiter. Ja, ich versuch's. Also Curse ist doch schon ziemlich wichtig in Bezug auf Tempo. Damit kommst du auf jeden Fall besser ran. Auch mal eine schnellste Rennrunde. Sehr gut. Wir sind nah dran. Wir sind echt verdammt nah dran. Nein, noch haben wir keinen DRS, aber wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Ich bin angespannt. Verdammt. Ach Gott. Da wollte ich wieder ein bisschen zu viel mit dem Bremspunkt. Da wollte ich ihn wieder zu weit ausbremsen. Aber in Ordnung. Alter, bin ich angespannt. Ich kann kaum reden hier, ey. Meine Güte. Gutes Tempo. Vielen Dank. So, jetzt versuchen wir echt richtig ranzukommen. Richtig schön. Dass in den nächsten paar Minuten leichter Regen einsetzen könnte. Alter Schwede, komm schon. Müssen wir jetzt hier irgendwie rankommen können. Wir müssen doch jetzt hier irgendwie rankommen können, oder? Aber nicht, wir sind noch nicht im DRS-Fenster drin. Aber wir sind gut dabei. So, komm schon. Wir sind so nah dran. Vielleicht jetzt noch bis zur Startziel lasse ich jetzt noch Fettgemisch an und dann. Und dann schalte ich um. Weil wir brauchen die. Ne, sag mal, du bist zu lang geraden. So lange hält das noch, denke ich mal. Komm schon, bitte. Rapper, mach doch mal einen Fehler, ey. Bitte. Fuck, wir haben den Fehler gemacht. Fuck. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Nein. Eine halbe Sekunde verloren. Richtig viel. Verdammt. Und so gut rangekommen, ey. Das ist ja so richtig schade. So, wir schalten wieder auf Standard. Weil es ist, denke ich, nicht mehr möglich, jetzt noch weiter das auszureizen groß. Und deswegen, tja, wird es jetzt noch schwieriger hier ranzukommen. Mit Fettgemisch wäre es einfacher gewesen. Mit Fettgemisch wäre es einfacher gewesen. Theoretisch. Aber gut. Blenden wir das mal wieder aus. 1,4 Sekunden dahinter. Die letzte Kurve dürfen wir nicht wieder so verkacken wie beim letzten Mal. Ne, diesmal ging sie. Da fährt er jetzt wieder ein bisschen weg. Die letzten paar Runden laufen. Wenn du deinen Vordermann noch überholen möchtest, dann beeil dich. Ja, ja, ja. Es ist logisch. Verdammt, ey. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Der ist zu weit weg. Der ist echt zu weit weg, Leute. Vielleicht können wir in der letzten Runde nochmal. Weiß ich nicht. Du liegst jetzt hinter
einem Red Bull. Hinter einem Red Bull liege ich. Fahr ich. Ne, der kommt jetzt weg. Gut. Das brauchen wir nicht mehr probieren. Das kriegen wir sowieso nicht mehr. Und ja. Jetzt können wir noch ein bisschen entspannt fahren. Ich schwitze wie so. Ich schwitze echt wie so ein. Wie sonst was? Was auch immer. Verkürzt im Spiel. Keine Ahnung. Elefanten schwitzen ja nicht. Weil sie sonst vertrocknen würden in der Wüste. Ja. Das ist ganz schlau, was ich die Natur da ausgedacht hat, ne? Achso, ich sollte jetzt vorsichtig fahren, weil ich habe ja keine Rückbände mehr, deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren. Mach Druck auf den Fahrer vor dir, dann macht er vielleicht. Ich kann keinen Druck mehr machen, ich habe kein Fettgemisch mehr. Es regnet. Ja genau, er dreht sich noch in der letzten Kurve weg. Ja! Wird bloß ein bisschen schlecht gehen. Nicht mal so ehrlich sein darf, weil die Strecke wirklich nicht beeinflusst wird von dem bisschen Regen. Also da wird jedes bisschen Regen von den ganzen Fahrern wieder weggewaschen. Mehr oder weniger. Obwohl ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig fahren muss, trotzdem, weil hier ist schon ziemlich nass. Verdammt, ey. Scheiße, hätten wir am Anfang ein bisschen mehr gepusht, dann wäre da bestimmt mehr drin gewesen, aber jetzt. Gut, verteidigen wir mit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. 3 Sekunden verlieren wir jetzt nicht mehr. Das wäre schon ein bisschen krass. Muss ich sagen. Ja, ich weiß schon, ich sag das gerne. Naja, also vorbei kommen wir nicht mehr. Wir sind unter 1,20 mit der besten Zeit gekommen. Auch gut. Und deshalb, ja. Bin ich eigentlich zufrieden mit dem Rennen. Also ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt weiter wäre. Hätte ich nie gedacht. Wer das gedacht hätte, der wäre... Hätte ich für verrückt erklärt. Ja. Dann hätte ich gesagt, hast du die anderen Rennen nicht geguckt? Nicht drehen. Ich hätte mich jetzt fast gedreht, Leute. Ja, das beeinflusst die Strecke nicht mehr. Ach, Weber hat das Ding gewonnen. Gut, trotzdem bin ich glücklich. Mensch. Gott, habe ich geschwitzt. Ah. Aber wir sind so nah dran gewesen. Hätte ich den einen Fehler nicht gemacht mit dem Rausfahren da, kurz vorm Ziel. Also, ne, ihr wisst schon. Dann wäre ich hier so gut dabei gewesen, ja. Da hätte ich hier echt noch in die DRS-Zone fahren können. Und dem richtig... Trouble machen können, aber na. Was soll's denn? Immer noch Dritter in der Fahrerwertung. Dritter. Ist gut, obwohl Weber hat ein bisschen aufgeholt. Okay. Bin aber zufrieden. Endlich wieder Podium, ey. Woo! Ich bin echt. Mann! Weber, du Sau! Weber, du Sau! Nächstes Jahr, Gerüchten im Fahrerlager zufolge, beabsichtigt Tino Kropper nächstes Jahr zu einem anderen Team zu wechseln. Aha, aha. Nicht schlecht. Hätte ich ja nicht gedacht. Bling! Level 16! Oh! Das ist ja so ein bisschen symbolisch gerade. Oh, wir haben ein Vertragsangebot. Machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal wieder einschalten, wenn wir die Vertragsverhandlung weitermachen sollen. Bis dahin. Tschüss und bis bald und hoffentlich wieder so erfolgreich in Ungarn. Ja, die Strecke, ja, die läuft eigentlich ganz gut. Kannst aber viele Fehler machen, deswegen ist das wiederum nicht gut für uns. Bis dahin erstmal. Tschüss!